Wald- und Buschbrände haben in Kalifornien tausende Hektar Land und Dutzende Häuser zerstört. Nach Behördenangaben gibt es derzeit allein 23 Großfeuer in dem Bundesstaat an der US-Westküste. Auslöser vieler Brände waren offenbar Blitzeinschläge. In 72 Stunden zählten die Meteorologen fast 11.000 Blitze in Kalifornien. Sie lösten hunderte Brände im ganzen Bundesstaat aus. Gouverneur Gavin Newsom hat inzwischen den Notstand ausgerufen. Die ersten Bewohner mussten ihre Häuser verlassen. Da war ein Feuer hinter mir, es brannte neben mir, es brannte vor mir. Es gab nur einen Weg raus. Einer der größten Brände wütet derzeit bei Palo Alto und hat bereits mehr als 34.000 Hektar Wald- und Buschland vernichtet.